Heftig, heftig. Also ich glaube, das heute wird einer der krassesten und einschneidendsten Erlebnisse sein, die es bis jetzt bei Be Real gegeben hat. Das wird hier gleich einschlagen wie eine Bombe. Das ist wirklich, wirklich krass. Erik macht Alarm. Er hat die Clique und unser Kamerateam zur WG bestellt und hat brisante News am Start. Heftig, heftig. Also ich glaube, das heute wird einer der krassesten und einschneidendsten Erlebnisse sein, die es bis jetzt bei Be Real gegeben hat. Das wird hier gleich einschlagen wie eine Bombe. Das ist wirklich, wirklich krass. Ich habe schon vermutet, dass es in die Richtung geht. Ja, ich gehe erst mal rein. Auch der Rest unserer Be Real Crew ist absolut ahnungslos, was Erik ihnen gleich Wichtiges mitzuteilen hat. Ja, Großer. Neuigkeiten, Neuigkeiten, Neuigkeiten. Ja. Ich habe keine Ahnung, warum ich jetzt in die WG sprinten musste. Ich dachte erst so, ja, okay, Überraschung. Ich weiß es nicht, was könnte die Überraschung sein? Was Gutes, was Schlechtes? Ich würde trotzdem von jedem noch mal, bevor ich das jetzt sage, ganz kurz wissen, um was denkst du, um was geht es? Ja, wir fangen bei dir an, ganz kurz, keine Romane, ich würde ganz kurz sagen, sag ganz kurz. Worum geht es? Ich drehe Buch draus. Ja, irgendjemand ist schwanger. Okay. Ich bin's nicht. Ich auch nicht. Wer könnte schwanger sein? Hattet ihr Sex? Ich bin schwanger, Schatz. Ja, das wär. Ariel, was würdest du sagen? Ich weiß, es ist ja eine Überraschung, also muss ja was Schönes sein. Ja, ich denke mal, es könnte sich um eine Pfändung handeln, dass man dir das Haus gepfändet hat. Könnte das sein? Das kommt der Sache auch sehr näher, weil wir wissen, dass das in der Branche üblich ist, dass man keine Kohle mehr hat und dass dir das Haus gepfändet wurde. Keine Sorge, Kader, keiner ist pleite und auch niemand schwanger. Kleiner Spoiler, es geht gar nicht um Erik selbst. Also, es geht darum, das betrifft wirklich jetzt die Biville-Familie. Ich würde sagen, das ist mit einer der einschneidigsten Erlebnisse, die wir bis jetzt hier erlebt haben. Es geht um eine Person, die meiner Meinung nach ein sehr großes Herz hat, einen guten Kern. Okay, aber die andere Seite bei der Person ist meiner Meinung nach nicht ganz richtig. Yeah. Diese Person wird ab sofort nicht mehr bei Be Real stattfinden. Mike Sees wird nicht mehr bei Be Real stattfinden und ist damit raus. Ich habe einfach in dem Moment gefühlt, dass es die richtige Entscheidung ist, dass Mike und Michelle aus dem Format sind. Und mich halt in dem Moment tatsächlich auch mit meinem Applaus dafür gefreut, dass Ariel einfach neu starten kann. Mikes Ex-Affäre Ariel hat seiner Frau Michelle brisante Chatverläufe geschickt. Dann kam es zur einvernehmlichen Trennung der Eheleute. Ich erzähle gerade nur die Wahrheit. Weißt du, wir sind eingeschlafen, aufgewacht und jetzt will er mich eliminieren. Warte mal kurz. Also als ich die WhatsApp-Nachricht von Mike gesehen habe, ja, da war mir eben auch klar wirklich, dass da was gelaufen ist. Ich will trotzdem noch mal ganz kurz sagen, Mike hat trotzdem viele gute Seiten. Ich würde es nicht cool finden, wenn jetzt alle auf ihn raufgehen. Natürlich hat er einen Dachschaden, das ist klar, aber er hat auch gute Seiten gehabt. Ich will auch. Wollte er aussteigen oder musste er gehen? Das könnt ihr, macht euch selber euer Bild. Er ist raus, er wird nicht mehr bei dir stattfinden, er ist finito. Darf ich dir was dazu sagen? Was ist denn mit Michelle? Ja, aber die wird ja automatisch nicht mehr dabei sein wollen. Muss ich jetzt wahrscheinlich erst unter den Kindern. Aber was ich dazu gerne sagen würde, ist, dass in dieser ganzen Geschichte mit dir, Mike und Michelle am Ende ein Mensch verletzt wurde, in jedem Fall, wenn nicht sogar zwei. Und ein Arschloch in der Sache, in der Nummer ist. Und das ist Mike. Und ganz ehrlich, vielleicht sollte Mike sich erst mal selber finden, bevor er stattfindet in unserer Gang. Es ist für mich alles so toxisch und so böse. Und ich meine, er hat zu mir selbst auch gesagt, dass er gerne der Bösewicht ist. Aber ganz ehrlich, wir brauchen keinen Bösewicht. Mike Sees, das ist wirklich meine Meinung, gehört meiner Meinung nach nicht ins Reality-TV, weil ich glaube, das ist für ihn alles zu viel. Hätte er ganz normal zugegeben, okay, ich stand zwischen zwei Frauen, glaube, dann hätten ihn alle verziehen. Und das, was er gemacht hat, ist sozusagen, er wollte dann Ariel raushaben. Und das alles, während er Ariel glauben ließ, die Affäre zwischen ihnen sei etwas Ernstes. Und das hat mir so wehgetan, Leute. Ihr müsst mal denken, ich bin mit dem aufgewacht, ich bin mit dem eingeschlafen, da könnte ich jetzt auch schon wieder anfangen zu heulen. Verstehst. Und dann sagt er zu Erik, er will mich raus eliminieren. Und ich bin ehrlich, weil ich Gefühle für ihn habe, fühle ich mich gerade schlecht, dass er raus ist. Nee, weil ich wollte nie in keinem Moment, dass wieder ich den Platz verliere, Mike den Platz verliert oder Michelle. Ich finde es so krass, wie aus so was Schönem, was wir hatten, war ja schön, was das alles mit sich zieht, welche Konsequenzen das hat, wie böse und dreckig das alles geworden ist, das schockiert mich. Aber bereust du im Nachhinein, dass du dich mit ihm eingelassen hast? Das kann man schlecht sagen, weil ich habe mich seit Jahren nicht verliebt. Und ich glaube, so tief habe ich mich auch noch nie verliebt, da bin ich ehrlich. Mir tut sehr leid, wie diese Situation ausgegangen ist.
weil ich mich auch wirklich schuldig fühle. Also hätte ich gewusst, dass sowieso da mit Michelle noch was ist, hätte ich es ja sowieso nicht gemacht. Ja. Ich sage das immer wieder. Deswegen habe ich es ihr ja dann auch gesagt, wo ich wusste, er spielt gerade mit uns beiden irgendwie. Da habe ich sie als erstes angerufen. Der Gedanke für mich überhaupt, dass Mike mit Ariel, ja, dann das ist für so mich nicht zu begreifen, Profi, nicht nachzuvollziehen, dass er dann sucht, dann mach doch erstmal Schluss mit deiner Frau. Meine Info war, die beiden sind getrennt. Und wenn ein Mann so schlecht über die jetzige Frau redet, dann ist das, dann war das für mich ganz klar. Ich hätte nie gedacht, dass da es ein Zurück gibt und ich hätte nie gedacht, dass da überhaupt noch Kontakt besteht, was ich herausbekommen habe, dass auch während unserer Zeit noch Kontakt zu Michelle bestand. Ariel ist also, genau wie Michelle, Leidtragende von Mikes doppeltem Spiel. Ich weiß nicht, ich möchte mich da nicht aus dem Fenster lehnen, aber mir tut die Michelle, ehrlich gesagt, ja, als Mensch, weil sie hat bei mir wirklich so diesen ruhigen, ladyhaften Eindruck hinterlassen. Easy, im Endeffekt ist es so, wir haben alle unsere Kindheitslaster, wir haben alle viel erlebt in unserem Leben und manchmal ziehen sich auch zwei kaputte Seelen an und tun sich aber nicht gut. Ich kann mir vorstellen, dass wir das nächste Mal von Mike und Michelle bei Prominent getrennt hören. Wir hoffen, dass Mike und Michelle nach ihrer Trennung ihr Glück finden. Auch die BeReal-Clique hat noch Wünsche für sie. Dann möchte ich jetzt einmal das Wort für uns alle ergreifen und Mike sagen auf diesem Weg, ganz ehrlich, alles Gute von unserer Seite, ja, ganz viel Liebe und dass du dich wirklich einfach optimierst und selbst findest. Und, alles, ja, alles Liebe und Gute. Findet zu euch zueinander und auf die Kinder schön aufpassen. Genau. Und Mike, wenn du mal einen Hoodie brauchst oder so, du kriegst bei mir immer lebenslang 30%. Weil das, was Mike gemacht hat, das waren ja schon am Ende des Tages Intrigen. Und er hat ja irgendwann dann wirklich versucht, uns auch so ein bisschen zu erzählen, wir müssen den ausgrenzen oder den ausgrenzen. Das geht schon in Richtung Manipulation und dementsprechend hat er dann auch nichts mehr zu suchen. Wir sind trotzdem eine BeReal-Familie, wollen wir uns mal alle umarmen? Wir sind ja jetzt alle da, danke, oder? Danke, dass ihr alle für mich also da ist, seid. Also das ist jetzt, da fehlt doch jemand. Melodie. Melodie ist nicht da. Na dann, Leute, auch noch erfolgreich, ich glaube mit zwei, oder? Let's be real!